kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Wenn ich jetzt nochmal wieder in die betriebliche Praxis gucke, da gibt es jetzt zum Beispiel in der Community der Corporate Learning Professionals gibt es viele Menschen, die haben das erkannt, die kennen auch deine Bücher und die möchten gerne mitgestalten, möchten gerne in den Unternehmen auch unterstützen, um andere Menschen eben auch dafür zu begeistern, ja, sich selbst wieder in ihr Potenzial zu bringen. Was können wir denen mit an die Hand geben? Wie können wir die unterstützen? Also du hast vorhin beschrieben, bei Lernlust jetzt sozusagen in kleinen, ja, Gemeinschaften, das wäre ja so ein Ansatz, dass man sagt, okay, wenn da einzelne Menschen sind und wir erleben das ja in bestimmten Bereichen, ich sag mal so dieses Working Out Loud, diesen kleinen Zirkeln gemeinsam lernen und gemeinsam Dinge verändern, ist das ein gangbarer Weg, um die Datenautobahn mit Trampelfaden sukzessive zu verändern? Also ich sage das jetzt ein bisschen unüberlegt, aber ich glaube, es ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg. Mhm. Also alle anderen Wege führen dazu, dass übergeordnete Instanzen, ja, so tun, als wüssten sie, was richtig ist, und geben dann vor, was zu tun ist. Manchmal klappt das ja auch. Manchmal sind die auch tatsächlich ein bisschen schlauer als die Masse. Aber eine Dauerlösung ist das eben nicht. Das haben wir vorhin schon rausgearbeitet am Beispiel des Zusammenbruchs der hierarchischen Ordnungen, die dann der Komplexität der Welt nicht mehr gerecht werden. Ja. Und deshalb kann das die Welt in Zukunft nur eine Welt sein, in der Menschen lernen, Verantwortung für sich selbst und für ihr Tun zu übernehmen und das am besten gemeinsam mit anderen teilen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung sind, die nicht also jetzt in Afrika oder in sonst wo sind, wo man diese Gemeinschaft gar nicht erleben kann, weil sie entweder nur virtuell existiert. Das wäre noch zu prüfen, ob virtuelle Gemeinschaften auch Gemeinschaften werden können. Ich glaube, dass es aber zunächst erstmal darauf ankäme, überhaupt erstmal eine kleine Abteilung in einem Unternehmen, ja, wo lebendige Menschen unterwegs sind und nicht ihre Bildschirme, dass die das erstmal hinkriegen müssen. Wenn die es nicht hinkriegen, geht es virtuell erst recht nicht. Wenn das aber Menschen erstmal miteinander im lebendigen Austausch geschafft haben, solche Gemeinschaften zu bilden, kann ich mir vorstellen, kann man das aufrechterhalten und auch weiterführen auf dieser virtuellen Ebene. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber die virtuelle Ebene, also die virtuelle Begegnung, ist eben doch keine richtige Begegnung. Das ist eine andere Begegnung. Also, ja. Ich sag dir das ja jetzt. Ich habe hier unten meine Trainingshose an. Hier oben habe ich mir einen netten Pullover angezogen. Ich sitze hier in Hauslatschen. Und das ist, und wir machen uns hier was vor. Und du hast da irgendeinen Hintergrund hingestellt, der so, ich habe da auch, das ist alles, wir machen uns auf, und man kann sich mit diesen Bildern, die man da austauscht, eben wunderbar bescheißen, betrügen heißt das. Ja, so. Ja. Und deshalb ist das nicht so einfach, sich auf diese Weise zu begegnen, weil man ja gar nicht weiß, ob man sich auf das verlassen kann, was du mir da vorführst. Das ist auch oft so, dass ich mich auf das Lächeln meines Kollegen oder meines Chefs nicht richtig verlassen kann. Aber da kann ich noch mal von der Seite gucken. Da kann ich noch mal, da kann ich was prüfen. Das kann ich noch weiter herausfordern. Das geht hier auf diesen Bildschirmen schlecht. Schlecht. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, gut. Aber wo wir gerade bei diesem Thema sind, Gerald, viele Menschen haben ja auch oder machen sich, sagen wir es mal so, auch Ängste in Bezug auf künstliche Intelligenz. Nicht? Wir haben immer mehr Rechenleistung zur Verfügung und inzwischen ist kein Großmeister im Schach mehr in der Lage, den besten Computer dort zu besiegen. Und einige Menschen beziehen das eben jetzt eben auf ihren Beruf, was ja nachvollziehbar ist und dass sich ihr Leben und all diese Dinge damit ja auch ändern. Und da ist die Frage, wie können wir diesen Menschen Mut machen und was ist eigentlich die wirkliche Stärke von menschlicher Intelligenz gegenüber künstlicher Intelligenz? Es ist immer lohnend, so ein bisschen zurückzugucken. Und in den 60er, vielleicht noch 70er Jahren, gab es so Bücher, die hießen so ähnlich wie Der nackte Affe. Da ist uns deutlich gemacht worden, dass wir uns eigentlich durch fast nichts von den Tieren unterscheiden.
Und dass unser großes Herausstellungsmerkmal, auf das wir so stolz waren, also bestenfalls unsere kognitive Leistungsfähigkeit ist. Ja. Und dann haben wir also gesagt, okay, also in allen anderen Aspekten sind wir eigentlich Affen, aber wir können immerhin denken, besser als die. Und das war schon ein bisschen schmächlich. Also dann haben wir auch versucht, diese kognitiven Fähigkeiten, weil die ja unser Herausstellungsmerkmal gegenüber den Tieren gewesen ist, dann haben wir das auch besonders betont, ne? Und haben da auch in der Schule und zu Hause im Elternhaus und überall großen Wert darauf gelegt, diese kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Und dann haben wir Maschinen erfunden mit Hilfe dieser kognitiven Fähigkeiten, die sind nun auf einmal schlauer als wir. Also hier mein kleines Smartphone, ne? Kann sich mehr merken als ich, weiß besser, wo ich jetzt gerade bin, und wenn ich mich verlaufen habe, führt es mich wieder zurück. Hm. Also alles wunderbare Dinge, Orientierungsvermögen im Raum, Merkfähigkeit. Inzwischen lernt es auch, wie ich spreche. Es ist ein Diktaphon drauf, das kann das sofort sozusagen in Schriftsprache übersetzen, was ich hier mit meinem Dialekt so eben rein spreche. Also alles, was wir mal geglaubt haben, was so als Herausstellungsmerkmal des Menschen ist, immer in diesem Umfeld kognitiver Fähigkeiten, ist jetzt eigentlich das wieder so eine große Frustration. Die Dinger können das besser als wir. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gerade angesichts dieser Entwicklung der KI nochmal vor Augen führen, was uns nun eigentlich nicht nur von den Tieren, sondern auch von diesen Geräten unterscheidet. Und da gibt es einen Begriff, den die KI-Forscher selbst gefunden haben, weil sie gemerkt haben, dass sie an dieser Stelle scheitern mit der Weiterentwicklung ihrer künstlichen Intelligenzen. Und dieser Begriff heißt, Maschinen, also digitale Geräte, haben keine Bedürfnisse. Das ist interessant. Hm. Eine Maschine hat kein Bedürfnis. Ja, klar, hat sie auch nicht. So, aber jetzt, was heißt das? Weil, wenn etwas kein Bedürfnis hat, kann es auch keine Idee entwickeln, wie es dieses Bedürfnis, was es ja gar nicht hat, stillen kann. Also ist die ganze Kreativität unmöglich. Ich muss immer programmiert werden, weil ich ja nicht weiß, was ich eigentlich will. Und wenn ich dann kein Bedürfnis habe und auch gar nicht weiß, was ich will, dann kann ich auch nicht den Willen, also die Intentionalität herausbilden, es dann auch umzusetzen. Ja. Und da sind wir jetzt an der Stelle, wo ich sagen würde, wer sich das einigermaßen klar macht, hat vor künstlichen Intelligenzen keine Angst. Hm. Weil das kann immer nur bis zu der Stelle gehen, dass sie eben Rechenschritte ausführen. Hm. Mehr wird es nicht. Und das, die können lernen, Rechenschritte noch komplexer zu machen. Die können da auch neuronale Netzwerke nachbilden und simulieren und die kommen aber niemals dahin, dass das Ding ein Bedürfnis entwickelt und aus eigenem inneren Antrieb versucht herauszufinden, wie es seinen Energieaufwand reduzieren könnte, indem es neue Verschaltungen aufbaut. Ja. Oder wie es ein Problem lösen könnte, das sich erst unterwegs auftut. Mhm. Das geht alles nicht. Und dann sage ich immer, ja, okay, solange das so ist, dann kann man jederzeit als Mensch den Stecker rausziehen und den Strom abstellen, da ist aus mit der Gefahr der künstlichen Intelligenzen. Mhm. Was man aber eigentlich daraus lernen sollte, ist nicht das, sondern es käme ja dann darauf an für uns Menschen, dass wir das Herausstellungsmerkmal, was uns eben von diesen Maschinen unterscheidet, dann auch in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen und versuchen, unsere Kinder so groß zu ziehen, dass die nicht zu Automaten und Robotern werden. Und das können sie ja nur, indem wir den Kindern helfen, ihre eigenen Bedürfnisse noch besser kennenzulernen und auch ihnen Möglichkeiten bieten, zu lernen, wie sie ihre lebendigen Bedürfnisse tatsächlich stillen können. Also ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust, ihr Zugehörigkeitsbedürfnis, wie sie das stillen können, anstatt sie in Einrichtungen zu schicken, wo sie das unterdrücken müssen. Ja. Da, wo Kinder und Heranwachsende und später Erwachsene gezwungen werden, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, werden diese Personen den Rechnern immer ähnlicher. Ja.
am Ende reagieren die wie Automaten, digitale Geräte. Ja. So, und das ist, davor habe ich viel mehr Angst. Ich habe viel mehr Angst vor solchen, nennen wir es jetzt mal menschlichen Robotern, die kein Mitgefühl mehr haben und keine Empfindung mehr haben und die auch kein lebendiges Bedürfnis mehr in sich spüren, außer das auszuführen, was sie sich als kognitive Vorstellung in den Kopf gesetzt haben. Und sind das wir wieder bei diesem gefährlich weit vorangekommen auf diesem Dann sind wir bei diesem Thema so Zustand der Ohnmacht, ne? Also viele Menschen klagen eben schon tatsächlich darüber und insofern mal eine Frage, ist das eigentlich jetzt auch aus Sicht eines Gehirnforschers so, dass es eine Klagesucht gibt? Eine was? Eine Klagesucht? Weil ich habe manchmal den Eindruck, jetzt so, es gibt so ein Umfeld, wo immer wieder geklagt und geklagt, ganz egal was es ist, jetzt können wir nicht die Chancen gesehen. Jetzt können wir das ausprobieren, was wir vorhin gesagt haben, dass menschliches Verhalten, wie immer es uns entgegenschlägt, in welchen Ausgeprägtheiten auch immer, immer Ausdruck oder immer zum Ausdruck bringt, welche Lösung die betreffende Person gefunden hat. Also wir haben einen vor uns, der dauernd klagt. Was ist denn das eigentlich für eine Lösung? Ja. So, und dann wird man, wenn man bereit ist, darüber ein kleines bisschen nachzudenken, wird man sagen, damit ist er nicht auf die Welt gekommen. Also hat er irgendwas erlebt, wo es sich dann als vorteilhaft für ihn herausgestellt hat, wenn er klagt. So, und mehr brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Und davon will er dann mehr haben. Und dann hat er gemerkt, wenn er klagt, kriegt er das, was ihm fehlt. Kriegt er die Zuwendung. Ja. Und er findet Gleichgesinnte, die auch alle klagen. Und dann hat man so eine ganze Community, die alle als Opfer sich selbst betrachten und alle im Klagemodus sind. Und dann fühlen die sich miteinander in diesem Klagemodus alle sehr wohl, weil die bestärken sich ja gegenseitig, haben auch ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und Klagen ist ihre Lösung. Und interessant wird es jetzt, wie du denen hilfst, aus dieser bescheuerten Lösungsnummer wieder rauszukommen. Diese Datenautobahn, wie du das genannt hast, die löst sich ja nicht so leicht auf, weil das Klagen ist jetzt ihre Erfolgsstrategie gewesen, mit der sie sich, wir sind jetzt 50 geworden und klagen immer noch. Das haben sie jetzt schon seit 40 Jahren, machen sie das jetzt schon. Das ist Teil ihrer Identität geworden. Wenn die nicht mehr klagen könnten, wüssten die gar nicht, wie sie die Probleme dieser Welt für sich lösen könnten. So können sie immer sofort in den Klagemodus. Ja, und das kannst du denen nicht wegnehmen. Wenn du da hinkommst und sagst, du bist doch bescheuert, immerzu stellst du dich als Opfer da und klagst, nimm doch mal das Leben in die Hand und so. Das hilft nicht. Dann empfinden die das so, du nimmst ihnen ja eine haltbietende Vorstellung weg. Ja. An der sie auch, die sie sich selbst ins Hirn gebaut haben und die ihnen auch tatsächlich bisher geholfen haben, hat. Und wenn du das tust, ist das so ähnlich, als wolltest du, so empfindet das der andere dann auch, als wolltest du den Arm abschneiden. Und so wehrt er sich dann auch. Ja. Und er findet alle möglichen Begründungen, warum das einzig Richtige ist, dass man klagt. Ja. Und für ihn ist das ja auch ein kohärenter Zustand in dem Moment. Ja, na klar, der hat sich im Klagen gut eingerichtet. Aber alle anderen eben auch. Auch die Leute, die sich ständig über solche Klagegeister aufregen. Ja, ja. Und sich für schlauer halten. Ist ja auch Klagen. Ja. Rechthaberei und Klagen ist ja vergleichbar. Gerald, ganz herzlichen Dank. Sag mal, darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen? Ja, kommt drauf an. Okay, wir können die auch rausschneiden. Nein. Nein, du engagierst dich schon seit vielen Jahren eben, ich sag mal, für Veränderung. Und meine Frage ist, wozu machst du, was du machst? Was ist dein persönliches Wozu? Ja, das dauert ziemlich lange, bis man sich das selbst klar macht. Und ich kann das jetzt so deutlich sagen und das ist eigenartigerweise so, dass das etwas ist, was mich das ganze Leben lang begleitet. Ich habe mich als kleiner Junge in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. Und ich halte es nicht aus, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies dabei ist, diese Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten innerhalb kürzester Zeit zu ruinieren. Das ist sozusagen das, was mich berührt.
So, und nun weiß ich aber, dass ich das nicht ändern kann. Mhm. Aber ich möchte auch zumindest das Gefühl haben, dass ich alles, was in meiner Kraft steht und was in meinem Wirkungsbereich liegt, auch getan habe, um es zu verändern. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Alles, was ich so tun kann. Und dazu, ich kann aber nur was tun, wenn ich auch auf mich selber aufpasse, mhm, und auch gut für mich sorge. Und dazu gehört auch, dass ich immer wieder zurücktrete von diesem Bemühen, mich um was zu kümmern, und dann etwas aufbringe. Das ist fast so ein Zustand von Gelassenheit, von heiterer Gelassenheit. Und diese heitere Gelassenheit ermöglicht es, dass ich das, was ich tun kann, spielerisch ausprobiere. Und ich habe wirklich sehr, sehr vieles in den letzten Jahren spielerisch ausprobiert. Ja. Und immer mit dem Gefühl, es muss jetzt nicht unbedingt gelingen, aber du kannst ja mal gucken, ob es geht. Mhm. Und das ist eine Haltung, die tut mir extrem gut, kann ich allen anderen nur empfehlen. Mhm. Manchmal ist das mit der spielerischen Gelassenheit nicht ganz so leicht. Und dann mache ich immer ich gebe ja nicht gerne Tipps, aber man könnte sich dann überlegen, wenn man schon keine spielerische Gelassenheit in diesem Hamsterrad, in dem man steckt, finden kann. Es ist immer möglich, dass ein Mensch sich daran erinnert, dass er zwei Beine hat. Und das eine Bein kann er als Standbein benutzen. Damit verdient er sein Geld, damit ernährt er seine Familie, damit, ne, so, das macht er eben auch ordentlich, so dass das erledigt ist, aber das steht da fest. Und aber wenn er das nur benutzt, um dann damit auf die Kreuzfahrt zu fahren und sich die Welt anzuklotzen, dann hat er vergessen, wozu das Spielbein da ist. Das Spielbein ist nicht dazu da, dass man da herumkickt, sondern dass man ausprobiert, was noch alles geht. Sehr und dann schön. Kann man sozusagen auf dem einen Fest stehen und das Fundament halten, das man braucht zum Leben. Und das andere ist das eigentlich schöne Bein, mit dem man ausprobiert, was noch alles geht. Und da wird man automatisch seine Talente und Begabung in diesem Bereich einsetzen. Denn überall dort, wo Menschen spielerisch unterwegs sind, gibt es ja keinen äußeren Druck mehr. Ja. Sondern da kann das, was dann rauskommt, aus ihnen herauskommen. Und das ist dann immer sehr authentisch. Das ist tatsächlich wahr. Und das ist meistens auch mit so einem Schwung versehen, dass das auch gelingt. Dann wundert man sich. Und dann kann nach 2-3 Jahren kann es passieren, dass das, was mal ursprünglich Spielbein war, zum Standbein geworden ist. Und dann kann man das andere wieder hochheben und kann das mit neuem Schwung versehen und dem wieder diese Rolle des Spielbeins zuweisen. Das ist Kunst. Merkst du jetzt, wenn du dir das so vorstellst, ist es fast wie ein Tanz. Ja, wunderschönes Bild. Eine spielerische Leichtigkeit, und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir endlich lernen, unseren Weg zu finden in diesem Zustand der gegenwärtigen Welt, der in hohem Maße beklagenswert ist. Ja. Lieber Gerald, ganz herzlichen Dank für diese inspirierenden Impulse. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen, spielerische Leichtigkeit und freue mich auch auf den weiteren Austausch mit dir. Also nochmal ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr gerne, lieber Volkmar. Und alles Gute für alle, die uns hier zugehört und zugeschaut haben. Schönen Tag. Danke dir. Danke.